Wenn sich das Leben um 180 Grad kehrt wegen einem Unfall, dann stehen viele Leute an einem Punkt, wo man zuerst mal wieder schauen muss, wo es durchgeht. Das durchgemacht hat Samuel Koch bei Wetten, das ist er verunfallt und seitdem im Rollstuhl. Und ich darf dir heute ein paar Fragen stellen. Wir haben gerade deinen Film gesehen, der Debüt auf der Leinwand als Schauspieler in der Hauptrolle. Wie war das für dich, dich jetzt dort so zu sehen? Debüt in der Hauptrolle, ja, das stimmt. Ich kann es gar nicht ertragen. Oder ich kann es auch gar nicht angucken. Mache ich auch nicht. Weil ich kann irgendwie natürlich nicht so richtig objektiv das betrachten. Ich sehe immer den Schauspieler, der vielleicht das noch hätte besser machen können oder da dachte, einen besseren Ton zu finden und damit vielleicht noch nicht ganz zufrieden ist. Also immer so ein bisschen auf der Suche nach Optimierungsdrang. Abgesehen davon, dass ich das nicht so kann, weil das bei mir keine Illusion mehr auslöst, weil ich halt den Darsteller nicht als, weil ich den halt irgendwie gut kenne. Und damit die Illusion so ein bisschen futsch ist. Abgesehen davon bin ich total gerne hier am Semperer See Hotel und habe mich total gefreut, auch viele bekannte Gesichter im Publikum zu sehen. Mich irritiert das so ein bisschen, wenn du sagst, du bist wirklich gern da. Das hast du ja vorher auch gesagt, bei diesem kurzen Gespräch. Weil eben gerade nebenan ist das Paraplegikerzentrum, wo eigentlich dein neues Leben angefangen hat. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, auch vor den Leuten, mich irritiert das selber so ein bisschen, weil ich muss sagen, ich habe ja zweifelsohne mit die schrecklichste Zeit in meinem Leben verbracht. Jetzt weiß ich nicht, ob da irgendein so ein Stockholm-Syndrom, psychologische Symptomatik dahinter steckt, aber ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass ich gleichzeitig auch einen Neustart so in meinem Leben hier erlebt hatte. Natürlich eine wirklich ekelhafte Zeit, aber auch über ein Jahr war ich hier und da habe ich viele wunderbare Menschen kennengelernt und auch ja, so einen Wendepunkt in meinem Leben gehabt, wo ich irgendwie neue Hoffnungen, neue Werte, neue Ideen, neue Wünsche, neue Pläne gesucht habe und teilweise auch gefunden habe. Und dann, wie gesagt, sind es dann auch die vielen Leute, die ich einfach gerne treffe, mit denen ich so lange, so viel und vor allem auch so intensiven Kontakt hatte, durchaus intensiver als in dem einen Jahr, dass ich in München gewohnt habe oder in dem einen Jahr, dass ich in Hamburg gewohnt habe. Da sind auch Bindungen entstanden, aber nicht so intensive wie hier. Und über Menschen freut man sich halt oder für wen oder mit wem lohnt es sich sonst zu freuen. Das heißt, wenn du da hinkommst, ist wirklich eigentlich ein gutes Gefühl oder ist doch immer noch so ein bisschen mulmig? Ja, mulmig trifft es gut. Also es ist ein bisschen ambivalent. Also wie gesagt, ich hatte sehr eklige Momente, aber auch sehr schöne. Das merkt man auch jetzt. Aber es sind ganz viele Leute, die ein Foto wollen und fragen, wie es dir geht. Und ich habe auch können da aus dieser Zeit. Ist das auch anstrengend, wenn so viele Leute etwas von dir wollen? Ach, im Grunde nicht wirklich physisch anstrengend. Ich sitze ja eigentlich nur rum. Ist dann eher, aber das Problem kennt jeder, dass man eigentlich mehr mit dem reden würde, aber mit dem auch. Und den dann nicht stehen lassen möchte und dann gern zu dem möchte. Und dann ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist aber ein großes Luxusproblem. Sie haben deine Schauspielkarriere das erste Mal eben in einer Hauptrolle. Du spielst ja noch am Theater. Wodurch geht's? Was ist dir lieber? Oder was willst du noch machen in Zukunft? Wohin geht's? Was will ich noch machen? Da kann ich viel zu sagen. Also ich weiß nicht, wohin es geht. Ich mache so einen Schritt, in Anführungszeichen, vor den anderen. Oder gehe die Türen, die offen stehen. Und kann mich eigentlich für... Im Theater habe ich natürlich schon mehrere, viele Hauptrollen spielen dürfen und viel mehr Erfahrung jetzt als beim Film und Fernsehen. Aber ich mag eigentlich beides arbeiten sehr gerne. Beim Theater hat man diesen Live-Moment und jeder Abend ist... Kein Abend ist wie der andere, jeder Abend ist besonders, immer andere Zuschauer. Was man einmal sagt, kann man nicht zurücknehmen, das ist für immer gesagt. Und man spielt dann Mein Faust, das geht 3 Stunden lang so ein Abend. Das hat natürlich eine viel höhere Intensität, also wenn ich eine Szene immer nur 1 Minute lang spiele und dann ist wieder Schnitt. Der Vorteil wiederum beim Film ist, dass filigrane Arbeiten, dass so die Kamera einem viel näher in die Augen schauen kann und im Optimalfall, wenn der Schauspieler es zulässt, auch hinter die Augen. Das geht im Theater ab der 4. Reihe nicht mehr und so hat beides seine Vor- und Nachteile und ich freue mich auf Herausforderungen in allen Bereichen, Ideen,
für Projekte verschiedenster Art gibt es genug. Da sind wir sehr gespannt. Vielleicht noch zum Schluss. Du bist extrem, ich habe das Gefühl, sehr offen und lebensfroh und sehr humorvoll. Und viele andere Leute sitzen rum und reklamieren eigentlich wegen nichts. Woher nimmst du das? Wie kannst du so positiv durchs Leben gehen? Oder täuscht das? Na, es ist mit Sicherheit zum einen nicht alles Gold, was glänzt. Also ich habe auch Tage, in denen ich übelst genervt bin und ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Wut. Man muss nur die Nachrichten anmachen und sich ein bisschen sein Herz für die Menschen, die dahinter leiden, öffnen. Dann könnte man ziemlich wütend werden. Und auch ich persönlich finde wahrscheinlich jeden Tag 100 Dinge vom Aufstehen bis zum Weg zur Arbeit, die einen nerven, die uncool sind und blöd. Aber ich glaube und weiß, dass man genauso viele Dinge, wenn man sich dann darauf konzentriert, auch findet, wenn man die schönen Sachen sucht, um die man sich freuen kann, das Schöne wahrnimmt und dafür dankbar ist, findet man genauso viele Dinge. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung, wenn wir jetzt nochmal im Kontext des Films bleiben, viel Hospize besucht, viele Orte, wo Menschen sterben, viel Muskeldystrophiker, viel mit Leid konfrontiert. Auf der einen Seite war es vor allem in Kinderhospizen so, dass es eigentlich die lebensfrohsten Orte waren, die ich so gesehen habe, weil da wird nochmal so richtig intensiv gelebt, weitaus intensiver als bei Menschen, die irgendwie kaum etwas an offensichtlichem Mangel haben. Und da habe ich auch für mich gedacht, naja, also tot ist man noch lange genug, also bis es soweit ist, bin ich einfach auch zu neugierig und abenteuerlustig, auch wenn es unter unguten Umständen ist, das Leben irgendwie zu feiern.